Es ist der 14. Januar 2022, ein Freitag. Ich habe gerade die Wohnung im Sigrunweg Nummer 5 übernommen. So sieht es hier aus beim Einzug. Eigentlich alles ganz okay. Hier, naja, hier gibt es so eine Kleinigkeit an der Wand, aber nicht so schlimm. Hier, diese Tür ist vielleicht etwas kompliziert, aber jetzt erstmal in Ordnung. Der Spiegel hat keine sichtbaren Beschädigungen. Das Parkett, ja, gibt es ein paar kleinere Dinge, aber nichts Wesentliches. Diese Tür sieht auch in Ordnung aus. An dieser Wand gibt es schon ein paar Löcher, ein paar Ausbesserungen. Hier so eine kleine Stelle. Ja, hier so ein bisschen Dreck. Nichts Bedeutendes. Decke ist was. So. Hier ist jetzt, das sind diese Aussparungen in deinem Wohnzimmer für die Lampen. Ist so ein bisschen Dreck, aber nicht viel. Hier. Nee, hier gibt es eine Beschädigung im Arm auf jeden Fall. Oder an der Fensterbank. Ja, hier ist noch so ein kleiner Riss. So ein paar Farbkleckse und hier löst sich das. Die Anzahl der toten Spinnen ist recht hoch, aber gut. Hier an dieser Tür gibt es etliche Beschädigungen. Das ist die Tür zum Wohnzimmer. Vor allem hier unten ist ja ganz schön. Okay, also das ist richtig dreckig beschädigt. Hier noch so eine kleinere Stelle. Hier noch ein paar. Okay, also hier. Schauen wir nochmal diese Tür an. Also die Tür zum Arbeitszimmer zeigt so leichtere Abplatzungen auf. Jawohl. Ja, okay, so sieht das dann aus. Ich sehe auch gerade hier an der Wand nochmal, gibt es hier so ein paar ja. Dies hier ist meine Spinnenwebe, aber das ist auf jeden Fall etwas an der Wand. Kommen wir mal in die Küche, noch an der Küchentür. Das ist also quasi. Hier diese Stelle im Herd, die ist auch im Mietvertrag.
wird die erwähnt, dass die vorhanden ist. Soweit, so gut. Das Fenster sieht ganz gut aus. Hier sind auch so ein paar Dreckstellen an den Fliesen. Wunderbar. Hier. Oh, ein Geschirrspüler, ein Luxus. Naja, hier so 100% sauber ist es nicht, aber es ist kein Schmerz. Ja, es gibt so ein paar leichte Wasserflecken. Nichts, was einem jetzt hier aufregen würde. Hier nochmal, jetzt schließen wir hier mal, um zu schauen. Ja. Das ist aber nicht so einfach. Freude. 34 unten auch noch. Das ist okay. Hier ist schon ein bisschen was angelaufen. Die Tür. Jetzt mal mit der anderen Hand. Ja, also so richtig zu geht das nicht. Probier es mal kurz mit zwei Händen. Scheint irgendwie nicht so richtig zu gehen. Hier sind noch so ein paar Beschädigungen. Hier so leichte Stoße an der Wand, okay. Hier gibt es schon ganz viel Dreck auf den Schaltern. Hier noch was an den Wänden. Hier gibt es auf jeden Fall viele Reparaturstellen an dieser Wand. Oh ja, hier ist es auch an dieser Tür zum Schlafzimmer ist viel abgenutzt. Da ist ganz viel. Also immer nur eine Kante. Hier ist auch nochmal ein. Okay. Dann im Schlafzimmer selbst. Sieht es erstmal sehr solide aus. Gibt hier einen großen. Noch eine Beschädigung in der Wand. Ansonsten. Oh ja, also hier ist es auch deutlich irgendwas noch passiert. Okay. Okay. Aha, hier ist noch ein bisschen was. Also es ist auf jeden Fall nicht frisch gestrichen, aber es ist auch nicht wirklich abgewohnt. Es ist so leichter Benutzungs. Ah, hier der Wand ist auch nochmal. Aha, und hier sieht man auch was. Das Parkett in Gelb. Sieht ganz gut aus. Ich habe die ganze Wohnung verkehrt. Wunderbar.